Ach ja. Hey ho, blubdiwupdi schwuppdi, Leute, würde ich da mal sagen. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, Leute. Hey ho, Leute, schwuppdi wo. Hey ho, Leute. Hey ho Leute und willkommen zu Dark Souls 2. Wir sind hier im zweiten DLC-Gebiet und ich habe einen groben Plan, was wir machen wollen. Weiterkommen wäre eine Idee. Ja, ich weiß aber nicht genau wo, denn wir haben mehrere Optionen. Einmal über so eine Kette zu rennen. Und einmal an ganz normalen Gegnern vorbei. Ja. War jetzt sehr deutlich und vor allem informativ für euch, denke ich mal. So, mein Mikro noch ein bisschen rumgeschoben. Ich hoffe, wir kommen jetzt so halb rushmäßig wieder durch. Das wäre vorteilhaft. Sieht ganz gut aus. Sehr schön. So. Moment, jetzt sind wir ja hier. Moment, das mit der Kette war dort hinten, nicht wahr? Okay, den kann man definitiv nicht backstabben. Oh mein Gott, der mit seinem Kackangriff. Egal, einen zweiten überleben wir da definitiv. So, komm. Oh nein! Mann! Ey! Böses Kind! Jetzt habe ich Angst, dass die Viecher von hinten kommen, aber nö, das glauben wir jetzt mal nicht. So, komm, den knatzen wir jetzt weg. Sehr, sehr schön. Ich finde das saucool, dass die da hinten in dem Raum drin bleiben. So, wir können uns jetzt gleich nochmal heilen, denn dort vorne erwartet uns eine gute Freundin sozusagen. Also wir haben doch nur erstmal den Weg. Stimmt, ich wollte unbedingt durch die Nebelwand, wenn es sich denn ergibt. So. Eigentlich wäre jetzt etwas mit Blitzabwehr ziemlich göttlich. Und wir machen das jetzt wie folgt. So. Wir bleiben... Ah nein, wir bleiben hier hinter dem stehen. Genau. Da haben wir es nämlich gut. So, aua. Wisst ihr was? Die hauen wir jetzt schnell runter. Was zur Hölle? What the hell? What the... What the hell? Nein, geh weg! Nein! Dieses blöde Mistvieh! Wieso packt das jetzt mein Skill aus? Ich pack's nicht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich total verarscht. So, ach komm, das nutzt mir aus. Die hauen wir jetzt noch einmal runter. Da haben wir. Und dann sowas. Weil ich mich ver. Das ist. Das ist Dark Souls. Ich gehe hier gerade hochmotiviert in diese Aufnahme rein, ne? Hochmotiviert, Leute. Und dann packt dieses Mistvieh von Blitzschleuderer einen neuen Skill aus. Madness. Madness, Madness. Oh, 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 Ausdauer. Lass mich hier vorbei. Puh. Hey. Ja, ja, ja. So, gucken wir mal, ob wir da was gut machen können am Anfang. Oh. Oh, oh. Oh, nein. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Schnell trinken. What the fuck? Gab's ein Patch? Gab's irgendwas, Leute? Weil irgendwie wollen die ganzen Gegner jetzt ganz neue Attacken auf mich niederregnen lassen. Oder liegt das einfach an meinem typischen Tag, dass es immer wieder eine Überraschung für mich gibt? Ich weiß ja auch nicht. Das ist so. Nein, das ist jetzt. Nein, nein, das lassen wir mal. Das Spiel will mich einfach vergewaltigen, habe ich das Gefühl. So ganz dreckig, ohne Lieb, mal hier auf dem Rendezvous einzuladen. Mal irgendwas mit mir zu unternehmen. Nein, hier wird man direkt gegen seinen Willen flachgelegt. Super. Nicht, dass das jetzt gut wäre, selbst wenn man mal ausgegangen wäre. Ich meine, gegen den Willen ist immer Schwachsinn, ne? Das hat sich jetzt im Kontext ein bisschen seltsam angehört. Seid ihr wahrscheinlich von mir gewohnt, dass ich im Kontext Sachen ziemlich schlecht formuliere?
Aber das war jetzt definitiv richtig, richtig schlecht formuliert. Also, ja. Okay. Ja, 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 was ist? Böses Feuer, Mistvieh. Ja, wie? War es das schon? Ich dachte, du machst zwei Angriffe. Jetzt kommt der Whiplash. Nein, doch nicht. Okay. Oh, oh, oh. Ach, du Saugesicht, ey. Naja, das war das. Diese blöde Blitzschleuderin da vorne. Wenn die sich jetzt wieder hinter uns portet, dann raste ich echt nur noch aus. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Wir sprinten nämlich nochmal nach vorne, würde ich sagen. Da kommt auch schon der erste Freund. Ja, komm her. Komm her. Und zack. Zack. Gut. Hopp. Visier an und spring. Sehr schön. Ist weg. Gut, gut, gut. Oh, shiny. Au! Ups! Da hätte ich vielleicht, oh Mann. Oh Mann, ich will nicht wieder hier runterrutschen. Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Machen sie. Oh, willst du nicht weiter nach vorn kommen, hä? Aber mein lieber... Ach, Mann. Gucken wir mal, ob der was gedroppt hat. Nee. Oh, lässt du dich jetzt backsteppen? Macht ab. Backstep. Mann, diese Blitzdose geht mir echt auf den Senkel. Die schießt nämlich die Zauber immer noch ziemlich, ziemlich gut. Schützenposition. Okay, ja. Wenn man die ganzen Viecher hier mal beseitigt hat, dann ja. So. Und Sprung an. Nein! Nein! Falsch! Nein! Backstep? Nö. Okay. Oh, ich mag die Gegner hier nicht. Ja, halt doch noch ein bisschen mehr aus am besten. Und stirb! Ja. Sehr schön. Okay. Okay, hier unten war dann der Freak mit der Feuerbombe. Nein, hier war der Einzelne, genau. So. Ah nein, das war wieder ein ganz anderer Bereich, glaube ich. Ach, ich bin total verpeilt irgendwie. Komm, Backstep. Sehr schön. Ach, der hat uns angeschossen bekommen. Egal, wir sind hier hinter der Säule ziemlich sicher. Glaube ich zumindest. Wir wollen durch die Nebelwand gehen, ganz bestimmt. Zack, zack. So. Genug mit der Pfeilerei. So, letztes Mal waren wir da runter und irgendwo hin. Und dieses Mal gehen wir hier runter und irgendwo hin. Okay. Großer, offener Raum. Aber wenigstens keine Asche, mit der hier irgendeine Scheiße abgezogen werden kann. Eine verschlossene Tür. Okay, was haben wir denn hier? Glühendes Eisenzepter nicht im Inventar. Mhm. Okay, wir brauchen also das glühende Eisenzepter. Und dann passiert hier was Cooles. Ein Leuchtfeuer, das kommt wie gerufen, Leute. Irgendwie was macht Krach, schnell entzünden. So. Okay. Das habe ich nämlich erhofft, das habe ich mir erhofft, dass wir hier ein Leuchtfeuer finden. Jetzt gehen wir nämlich zurück. Über diese Kette und gucken, was da für ein Dingenskirchens ist. Da war nämlich so ein Raum, wo wir verflucht werden und so ein Kram. Ach ja, stimmt, wir haben ja nicht gerastet. Das heißt ja, unsere Gegner bleiben erstmal tot. Ich frage mich, ob wir jetzt nochmals invaded werden, weil wir ja dieses Invader-Vieh nicht besiegt hatten. Ich bleib mal kurz hier stehen und guck was. Oh, ja. Das habe ich zwar jetzt nicht gemeint, aber hey, wir wurden wieder invaded. Okay, wir haben diesmal aber 10 Estus und nicht so viel Angst vor ihr. Hoffe ich zumindest, dass wir da jetzt mal klarkommen. So, ich würde es nämlich gerne töten, dieses dreckige Phantomsvieh. Oh ja, Backstep reinbekommen, geil. Ah, heilige Mutti, was ein Leben. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 du Arschloch, du. Hat's nicht interessiert, dass wir da angegriffen haben. Boah, Mann. Ey, ist gut jetzt. Nein, böse. Komm schon, komm schon, komm schon. Schild, 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 Schild. Boah. Was tut es? Hallo? Hallo? Warum tut es das?
Ich komme mir da verarscht vor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh oh. Ja, und hier werden wir... Boah! Nach und nach verflucht. Oh, die kriegen relativ wenig Schaden. Egal, wenn sie runterfallen. Das ist hoffentlich verfluchen und nicht versteinern, ne? Ja, gut. Verfluchen. Da kommen wir mit klar. So, hier möchte ich... Ach komm! Echt jetzt? Ach komm schon! Ja! Ich habe ernsthaft gedacht, das reicht so von der Rollreichweite. Hat man ja, glaube ich, gesehen. Ach, Menno. Naja, egal. Diesmal töten wir das Phantom, bevor es da runterrennen kann, sonst macht es uns nur Probleme. Und das waren doch jetzt schon wieder so Soldaten, die im Nebel unterwegs waren und deswegen so wenig Schaden bekommen haben, oder? Oder täusche ich mich da? Aber ich glaube, mit den Pfeilen haben wir denen relativ viel Schaden gemacht sogar. Schleich, 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 Bengesteppe. Geböhm. So, wunderbar. Ich frage mich, ob die uns hinterherkommen wollen. Puh. So, was wir jedenfalls machen, ist unsere Waffe verzaubern, bevor wir da jetzt komplett drüber gehen. Also bevor wir da jetzt dieses rote Phantom angreifen. Ah, da kommt's, gut. So, und diesmal wirst du sterben, bevor du dort runterrennen kannst. Assassine. What the Kamera? Mann. Nein. Och, komm, ey. Ich hab doch die höhere Pose. Was soll denn das? Ja, das ist echt uncool. Nein, nicht runterrennen. Nein. Ach, du Saugesicht. Klassisch. Oh Mann, wir haben beide verfehlt. Ja. Ich glaube, jetzt kommen Brandbomben. Naja, es kommt noch nichts. Okay. Puh. So, bevor wir da runtergehen, machen wir uns jetzt mal fit. Schießen die auf uns? Was haben wir denn da? Oh! Oh. Ja, ja, da haben wir so einen kleinen Freund. Hi. Wie geht's dir? Komm doch ein Stückchen näher. Wie wär's? Mann, der hat auch wieder so eine Kackresistenz, glaube ich, ha? Oder meine ich das nur? Na gut, er hält mehr aus, aber ansonsten... Oh, da kommt noch ein... Ne, kommt doch kein Angriff. Aber ansonsten geht's eigentlich, ne? Ach, du Lutscher. Komm, stirb. Yay! Oh, warum? Was? Was? Wie bitte? Wie bitte? Warum wird das Vieh wiederbelebt? Was soll das? Das ist uncool. Das ist einfach nur richtig uncool. Hau's um. Ernsthaft? Wow. Okay, wir gucken mal, was das... Moment, jetzt ist was gestorben. Aber nicht das. Hm. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr, sehr, sehr verwirrt. Ich kann damit gerade auf Anhieb nichts anfangen. Deswegen gucken wir mal, ob hier eine unsichtbare Wand ist. Nee. Okay. Oh, da ist ein Shiny. Da will ich aber hin. Gib mir. Oh, ein Großbogen. Okay. So, und da haben wir einen Gegner. Ja, schön für ihn. Da haben wir wieder den Spaculatius. Ah! Okay. Na los, benutzt den Keil. Okay, okay. Gott sei Dank sind wir da nicht verwundbar. Oh! So, und ich denke, jetzt sind die Gegner auch tötbar. Ja, sieht zumindest so aus. Das heißt, wir ziehen uns mal zurück. Ha! Und dann... Oh, Mist, da ist noch so einer. Und dann... Ah, scheiße! Oh mein Gott! Oh, nein! Wir haben aufgehört zu sprinten! Nein! Sprinte! Sprinte! Du Sackgesicht, du Dickes! So. Heilung. Bam. Okay, ich weiß ganz genau...
Oh. Oh. Okay. Ah. Wow. Gut, dass wir gerade unseren Schild hochgezogen haben. Na komm, ein zweiter geht noch. Oh, Bombe. Böses Mistding. Fang. Wow. Boah, das Vieh hat's echt drauf. Ah, stirb, komm. So, und jetzt bleibst du aber tot. Ja, sehr schön. So, wie viele stehen da? Einer. Gut, damit sollte ich klarkommen. Hör auf. Hör auf. Mann, du machst mir echt Angst. Weißt du das? Na, komm, einer noch. So. Gut. Wenigstens bleibt dieses Ding jetzt kaputt. Aber wir müssen definitiv nochmal da runter. Erstmal, weil wir da was einsammeln können und müssen. Und zum anderen... weil da noch eine Truhe war. Okay. Oh, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Fällt der? Ja. Okay. Upp. Hallo, mein Schatz. Ich lieb dich nicht, aber hey. Komm her. Ich will dir trotzdem in den Rücken stoßen, du Sau, du. Bam. Oh, da schießt was auf uns. Okay, alles passt. Oh, nichts passt. Das Vieh bewegt sich in unsere Richtung. Oh, ho. Du Sau, du. Friss mal einen Giftbogen. Bam. Ich glaube nicht, dass man dich vergiften kann, oder? Bam. Naja, ich glaube es wirklich nicht. Das wäre seltsam, oder? Trifft er uns jetzt? Nö. Wir haben immerhin den Kopf getroffen anscheinend. Nee, aber so Gift interessiert ist der jetzt nicht. Ich muss mal gucken, ob er uns hier trifft. Nee, auch nicht. Gut, aber ich glaube, wir treffen nämlich den Freund da hinten. Nee, schade. Das habe ich nämlich irgendwie erwartet, dass er uns trifft, wenn wir den anderen treffen. Fang meinen Pfeil. Na los, werd vergiftet, du Arsch. Yay! Yay! Mann, das Vieh hat einfach zu viel Leben. Yay, es ist vergiftet. Hallo, Kumpel. Würdest du bitte weggehen? Ich habe Angst vor dir. Du killst mich noch. Es ist einfach nicht normal, ey. Es ist einfach nicht normal, wie das jetzt daneben gehen konnte, ne? Ich fasse es nicht. Es ist doch immer dasselbe. Ich heil mich jetzt. Ja, komm doch. Jetzt treffe ich dich, so. Komm. Ja. Friss es, du Sau, du. Bam. Na, was sagst du? Nicht wegrennen. Nein. Hör auf, wegzusprinten. Da wirst du eh nicht geheilt. Oder? Sag mal, wie schnell. Boah. Egal. Boah, wie viele hier gestorben sind. Das ist immer saucool. So. Oh, der heilt sich doch. Okay. Egal, wir vergiften ihn gerade nochmal. Ja, komm, fang die Pfeile. Komm, werd vergiftet. Yay. So ist es gut. Stirb. Oh Mann, nein. Nicht zurückziehen. Nein. Oh Mann. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Jetzt ist das Gift ausgelaufen. Okay, wir haben noch ein paar. Wieso haben wir... Ach Mann, ey, wir haben aufgehört zu zielen. Komm schon, lass dich vergiften. Du hast verdient. Schieß. So, geht doch. Boah, was da wieder an Leben angesammelt wurde. Hörst du jetzt auf mit diesem Gewerfe? Ach komm, ey, dass wir da nicht treffen, das gibt's auch nicht. Nicht heilen. Nicht heilen, böse. Boah, ich will eine richtige Kombo reinkriegen. Nein. Ach, egal, das dürfte passen. So. Komm. Ja, Mann. Boah, Krampf. Richtiger Krampf. Okay. Ein Ehrstein bekommen. Yay. Ah. Dann bleibt jetzt hier noch unser Freak. Mhm. Ist was ganz Tolles. Yay. Oh. Okay.
So. Ja, komm, mach was. Und... Ah, scheiße. Fail. Oh, oh. Los, du Bettlaken des Schreckens. Hey, bleibst du da? So, ist auch tot. Sehr schön. Boah. Seele der Aschebraut. Mhm. Ja, Mann. Lecker, lecker, lecker. Diesmal kommt kein Text. Hm. Aber immerhin haben wir ein Seelenstück mehr. Okay, hier passen wir mal auf. Nicht, dass aus der Asche sau viele Gegner auftauchen. Jupp. Gut, dass ich Dark Souls schon ein bisschen kenne. Sonst hätte es mich jetzt überrascht. So. Ah, hört doch auf, ey. Haha, voll aufs Gesicht. Volle Möhre. Oh, der hat charged. Hm. Oh, oh, egal. So. Oh yeah, wir haben es da drauf. Woo. Okay, haben wir da noch was? Nö. Und es ist keine Mimik. Na dann, zeig mir, was du hast. Majestätisches Großschwert. Ah ja. Bisschen viel Aufwand, oder? Lügner, arme Seele. Aha, anscheinend hat er was von Geheimwand gelabert. Dafür jetzt der ganze Aufwand. Gut, für so ein Seelenstück auf jeden Fall mal. Und ein majestätisches Großschwert. Mhm. Zeig mal her. Da haben wir es. Majestätisches Großschwert. Was? Das braucht 20 Wille, 20 Int, 25 Geschicklichkeit und 25... Was? Ein uraltes Großschwert, unbekannter Herkunft. Dieses Schwert wurde von Generation zu Generation weitergegeben, bis es in die Hände von Gordin, Wanderritter von Forossa, fiel. Mit seinem Tod ging es verloren. Unheimlicherweise war jeder der berühmten Schwertstreiter, die diese Waffe erbten, Linkshänder. Ich muss das mal gerade anziehen. Meine ich das jetzt? Moment mal. Irgendwie kommt mir dieses Schwert minimal bekannt vor. Minimal. Ha. Naja. Wo ist unseres? Da. Okay, cooles Schwert eigentlich, aber nichts für uns, weil wir nicht die richtigen Stats haben. Ansonsten wäre das für so einen Mischmasch-Charakter gar nicht uninteressant. Ich meine, man hat sowieso dann gewisse Stats. Das kann man mit den gewissen Stats dann anständig tragen. Ja, ist nicht ohne. Da labert bestimmt wieder jemand was von Geheimweg. Ah nein, er labert nur was von gut gemacht. Ja, ja, ich habe aber auch gedacht, also ich habe gedacht, da wäre ein Geheimpfad in dem Fall. Naja, man kann ja alles haben, ne? Man kann es nur versuchen. So, damit bleibt uns nur noch ein Weg offen. Oh yeah. Das finde ich immer gut, wenn wir nur noch einen Weg haben. Wie sie alle vor dem Finstergeist waren. Oh, diese Aussicht. Gott, sieht das cool aus. Boah, Mann. Einfach nur geil. Ja. Erstmal Luft holen, genau. Oh, hi. Oh, hi. Oh, ach. Aua, das war mein Bobbes, mein süßer Knackarsch, ey. So, zum Leuchtfeuer wollte ich dann nämlich diesen glühenden Megastock besorgen oder was das sein soll. Und damit dann diesen, keine Ahnung was, betätigen und ja, ihr wisst, was ich meine. Dinge tun. So. Jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. Und sprinten einfach mal in den nächsten Raum. Oh, shiny. Oh, Gang. Magiestein, okay. Oh, Magiestein, Magiestein halt. Pff, ist doch eh fürs Schmieden, oder? Wie tief geht's da runter? Ach komm, wir benutzen die Leiter. Wee. Wee. Okay. Alles gut. Keine Geheimwand. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen paranoid. Oh. Oh. Ja, komm her. Ja, komm her, du Sau, du. Ah, anvisieren, Aua, fast. Komm her. Oh Mann, geht mir das offen.
auf den Senkel gerade. So. Hörst du auf, mich anzuschießen? Bam! Was haben wir eigentlich da? Sollte ich das aufmachen? Sieht aber ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal gerade bei dem Raum hier. Whee! Aua, das hat wehgetan. Blödes Mistding. Ja, da ist er ja. Ja. Oh. Shit, 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 shit. Okay. Stirb, komm. Halten die mehr aus gerade oder meine ich das nur? Boah. Was haben wir denn hier? Hm, okay. Ist hier vielleicht noch was? Nö. Okay, da haben wir... Fiese Kacke! Hua. Mist! Vieh! Ich gönn's! Ja, komm ruhig näher! Komm ruhig näher! Mann! Nein! Nein! Aus! Böse! Okay, hier haben wir einen anderen Zugang zu dem Raum halt. Sind da hinten Fassträger? Nö, sind's nicht. Autsch, das hat... Wow, shit! Die zweite kam ein bisschen überraschend. Oh, im Himmel. Mann. Wie viele denn noch von diesen behinderten Zauberern? Ey. Auch Zauberinnen, Entschuldigung. Wir möchten ja die Gegner nicht falsch bezeichnen. Goh. Ist es denn wahr? Scheiß Blitzkackzeug. Ja, ich glaube, da wäre Havels Dings relativ interessant für. Aber wir bleiben bei unserem getreuen Großschild. Los, runter da. Rutsch sie runter, du Sau, du. So. Wir machen jetzt mal gerade was ganz anderes. Was passiert jetzt? Okay. Okay. Sollte das irgendwie... Ups. Schlecht sein? Ha. Ich find's gut. Kann ich zielen? Ja. Okay, den dann auch noch, klar. Okay, wo ist jetzt das Problem mit diesem Raum? Hm. Schwarze Feuerbombe, ja, ja. Ist okay. Aha. Mhm, mhm. Kommt man hier überhaupt weiter? Okay. Was auch immer. Ach stimmt, da haben wir jetzt auch noch die Freunde. Schieß doch! Mann, ey. Was ist denn das für eine scheiß Wartezeit, bis da mal was geschossen wird? Hopp. Und bam. Voll ins Gesicht. Ach komm, ey. Ich hab dich geschlagen mit meinem Zweihänder. Das sollte dich mindestens... Ach, das sollte dich schon irgendwie jucken. Ey, Mann, altes Mistvieh. Ach komm, ey. Ah, ich bin nicht hier, um die Wand zu tapezieren. Mann, jetzt stirb. Endlich. Gibt's das? Ist das das wert für die Feuerbombe? Ja, wuh.